Herzlich willkommen bei Ida und Tilda. Bei uns findest du eine ganze Menge Schnittmuster und damit du sicher ans Ziel kommst, nähen wir heute Shirt Tom gemeinsam. Als erstes zeige ich dir die Schnittteile, die du brauchst. Du brauchst einmal das Vorderteil im Bruch zugeschnitten, zweimal den Ärmel auch im Bruch zugeschnitten, einmal das Rückteil und einmal das Halsbündchen, beide Teile ebenfalls im Bruch zugeschnitten. Lege jetzt das Rückteil rechts auf das Vorderteil und fixiere die offenen Schulterkanten mit Klammern oder Stecknadeln. Wenn du damit fertig bist, kannst du die Kanten dann mit dem Zickzackstich deiner Nähmaschine vernähen. So sieht das Ganze dann aus. Wenn du möchtest, kannst du hinterher vorsichtig mit deiner Schere unschöne Kanten etwas zurückschneiden. Lege das Oberteil nun ausgebreitet vor dich, sodass dich die schöne Seite anschaut. Lege einen der Ärmel mit der offenen runden Kante rechts auf das Oberteil an die Schulterkante. Verbinde die runde Seite des Ärmels mit der offenen Schulterkante des Oberteils, indem du es erstmal mit Klammern fixierst und hinterher mit dem Zickzackstich deiner Nähmaschine vernähst. Auch hier kannst du nach dem Vernähen unschöne Ecken und Kanten vorsichtig etwas zurückschneiden. Wiederhole denselben Schritt dann auf der anderen Seite mit dem anderen Ärmel. Um die Seiten zu vernähen, legst du jetzt das Vorderteil rechts auf das Rückteil, sodass alle Kanten genau übereinander liegen. Fixier dir nun einige Punkte mit Klammern oder Stecknadeln und achte darauf, dass die Schulternähte zum Beispiel genau aufeinandertreffen und setze auch dort eine Klammer. Die Schritte führst du auf beiden Seiten gleichermaßen durch. Wenn beide Seiten vernäht sind, können wir die Ärmelöffnung säumen. Dafür versäuberst du zuerst die Ärmelkanten, sofern du eine Overlockmaschine hast. Ansonsten faltest du die Saumkante 2 cm nach innen um und bügelst dir die Kante erstmal scharf. Vernähe nun den Saum mit dem Zickzackstich deiner Nähmaschine. Da die Ärmelöffnungen sehr klein sind, ist das ein bisschen tricky. Mach schön langsam, richte den Nähfuß nach Bedarf immer wieder neu aus und arbeite dich Stück für Stück voran. Als nächstes säumst du die untere Kante des Oberteils und machst das genauso wie mit den Ärmeln. Dafür faltest du auch die untere Kante 2 cm nach innen um und bügelst die Kanten erstmal scharf. Danach vernähst du dann alles mit dem Zickzackstich deiner Nähmaschine. Wenn du fertig bist, kannst du den Pullover jetzt auf die rechte Seite wenden. Zu guter Letzt ist dann der Halsausschnitt dran. Falte dafür das Halsbündchen rechts im Bruch und vernähe die beiden Enden miteinander. Falte das Bündchen dann anschließend der Länge nach zur Mitte und fixiere dir einige Punkte. Ziehe das Halsbündchen dann über den Halsausschnitt, sodass alle offenen Kanten genau übereinander liegen. Die Naht des Halsbündchens kann dabei als Ausgangspunkt auf der Schulternaht des Oberteils liegen. Fixiere das Bündchen in regelmäßigen Abständen am Halsausschnitt mit Klammern und vernähe es anschließend mit dem Zickzackstich deiner Nähmaschine oder mit deiner Overlockmaschine. Wenn du fertig bist, kannst du auch hier hinterher unschöne Ecken und Kanten mit deiner Schere vorsichtig zurückschneiden. Wenn du fertig bist, kannst du das Bündchen nach innen wenden und die Nahtzugabe knappkantig, parallel zum Nahtschatten, ringsum absteppen. Und nun hast du es geschafft, dein Oberteil ist fertig.